Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum 18. Teil My First Trade. Mein Name ist Carlos Martins. Ja, und ich habe euch das ja im letzten Video gesagt. Wir gehen jetzt in den Endspurt. Ja, und wir bereiten uns jetzt vor auf die ersten Transaktionen. Ja, was benötigen wir dafür? Wir haben es in den letzten Videos ja immer wieder gesagt. Drei Dinge. Wir brauchen einmal den Sun-Indikator für das letzte Hoch. Wir brauchen gut ausgeprägte Kerzen und die gleitenden Durchschnitte. Das Ganze wird auf Tagesbasis umgesetzt. Ja, und es ist heute der 6. Mai, wie ich das Video jetzt mit meinem Kollegen hier aufzeichne. Und wir haben einige Signale. Die möchte ich gerne mit euch jetzt durchgehen. Und wie setzen wir die Signale um? Alle Gäste, die sich dieses Video jetzt anschauen, bekommen vom Traders Club 24 für einen 30-tägigen Gastzugang eine spezielle Software. Und zwar ist es diese. Das ist der Trade Manager. Der Trade Manager ist ein Order-Tool, was wie ein Maßanzug programmiert worden ist für uns. Ja, das war die erste Anpassung vor 15 Jahren, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein sauberes Order-Tool. Der Trade Manager, der berechnet sauber unsere Positionsgröße. Was machen wir? Wir gehen im ersten Anlauf zwischen 0,5 und 1% maximales Risiko ein. Und wir versuchen nach einem letzten Hoch, wie jetzt hier vorne, einen Short Trade zu identifizieren. Ich bin jetzt gerade in einem Devisenpaar und zwar im Euro-Japanisch-Yen. Jetzt sehen wir hier oben eine Sonne und wir sehen jetzt die dritte rote Kerze, die hier reingekommen ist. Und das ist eine Kerze, die ist vorm Wochenende entstanden, am Freitag. Und wir sehen, heute ist Montag, der Kurs geht ein wenig zurück. Trotzdem nehmen wir so einen Trade. Und wie machen wir das? Also, wir haben hier oben einen sogenannten Aktivierungsbutton links. Da wird der Stop-Loss platziert. Dann haben wir in diesem Order-Tool, in den Trade-Manager, könnt ihr unterschiedliche Zeitparameter oder Take-Profit-Parameter einlegen. Gerade am Anfang möchte ich gerne, dass ihr, wenn ihr diese Swing-Strategie mit mir tradet, dass wir relativ zügig aus dem Trade rauskommen. Das heißt, wir haben einen festen Stop-Loss, also das Risiko ist hier definitiv begrenzt und wir haben ein festes Gewinnziel. In den nächsten Videos werde ich euch aber auch zeigen, wie wir einen Trade laufen lassen. Das heißt, wie wir lernen, auch mit einem Chancen-Risiko-Verhältnis, was für positiv ist. Aktuell wäre das ein sehr geringes Take-Profit. Dadurch, dass wir aber eine sehr hohe Trefferquote haben, ist es immer noch rentabel. Schaut mal, einmal oben den Stop-Loss, dann gehen wir auf Set 4 und wir steigen jetzt short ein. Es ist der 6. Mai und ihr könnt euch den Kurs notieren. Ja, wir würden ein Gewinnziel haben, wenn der Euro-Yen bei 165,08 hinkommt. So, der zweite Markt, den wir haben, ist das sogenannte Beast. Das ist britisch Pfund, japanisch Yen. Und wenn ich diesen Chart mal auch wieder kleiner mache, sehen wir, wir haben eine tolle Strecke. Einmal von hier unten, das letzte Tief, bis hier oben das letzte Hoch. Ja, und das ist eine Strecke von über 2000 Punkte. Und auch hier kommen wir gut rein, obwohl es hier nach einer Umkehrkerze aussieht. Ja, wir steigen hier ein, platzieren oben mit dem Pfeil den Stop-Loss, Take Profit und ausführen, Confirm und wir sind im Markt. Das Gewinnziel, und das könnt ihr euch gerne notieren, wir würden aussteigen mit einem Gewinn bei 192,72. Das Ganze mit einem Gewinnziel von 0,1% auf euer Depot. Das heißt, ob ich 10.000 habe, 100.000 habe, 1 Million oder auch nur 5.000 Euro, ich kann diese Strategie mit unterschiedlicher Kontogröße umsetzen. Stop-Loss maximal zwischen 0,5, also 0,5% bis 1%, immer berechnet auf die Kontogröße. Und das Gewinnziel ist ein Zehntel davon, das heißt, wir wollen den 0,1% mitnehmen. Wenn man 0,1 mal 5 rechnet, haben wir 0,5% in der Woche, mal 4 sind 2% im Monat, mal 10 Monate, sage ich mal, mit Urlaubstage und Feiertage, kommen wir auf eine Rendite von 20%.
Der nächste Markt, den wir hier haben, ist der USD-Yen. Das ist dann auch der letzte Markt, den wir heute gemeinsam eingehen. Auch hier sehen wir eine rote Sonne, eine rote, gut ausgeprägte Kerze, die unter den gleitenden Durchschnitt schließt. Das Einzige, was hier vielleicht nicht spektakulär ist, ist diese aktuelle Kerze. Der Markt holt ein wenig Luft, aber wir haben heute auch in England Bank Holiday. Ja, und durchaus möglich, dass der Markt morgen dann Dynamik kriegt. Wir platzieren hier oben wieder den Stop-Loss, drücken auf Ausführen, Confirm und steigen ein. Das sind jetzt also heute drei Short-Trades gewesen auf fallenden Kurs. Das heißt, die Märkte befinden sich jetzt gerade ein wenig in einer Mini-Korrektur. Ja, wir werden nächste Woche dort weitermachen und ich werde euch nächste Woche eine weitere Technik zeigen, wie wir diese Strategie sauber umsetzen können. Zum Abschluss bitte holt euer Handy raus und macht euch mal Fotos von den sogenannten Asset-Klassen. Ja, einmal YouTube-Video stoppen und dann sich das notieren. Das sind letztendlich die Märkte, die wir aktuell nehmen, um in den Markt reinzukommen. Das war der Auftakt, ja, von den nächsten Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Gute Trades, bleibt gesund und einen schönen Vatertag.